Wintertour und wir warten auf den Einmarsch der Japaner, die jetzt hier in die AXA Arena einlaufen. Und damit herzlich willkommen zum Abschlusstag der 49. Auflage des internationalen Vierländerturniers mit dem Duell, das uns hier in Kürze bevorsteht zwischen Japan und Kap Verde. Bereits seit Freitagabend sind die beiden Teams hier im Einsatz, haben bereits zwei Spiele absolviert, sich dabei gegen die beiden europäischen Teams gemessen, mit den Gastgebern der Schweiz und mit Österreich, die am späteren Verlauf des Nachmittags hier aufeinandertreffen werden. Jetzt kommt es eben zum Duell zwischen den Westafrikanern und den Asiaten. Japan bislang noch ohne Erfolgserlebnis hier an der 49. Auflage des Yellow Cups. Die Japaner mit einer 30-39 Niederlage gegen Österreich am Samstagabend. Und zum Auftakt gab es ein 31-35 gegen die Schweiz. Besser die Stimmungslage bei den Afrikanern, denn die konnten sich gestern Abend einen Punkt ergattern, spielten 29-29 gegen die Schweiz, kassierten aber am Freitagabend eine deftige 31-39 Niederlage gegen Österreich. Für die Japaner geht es darum, hier etwas Erfahrung zu sammeln, Spielpraxis zu sammeln, nachdem sie die Asienmeisterschaft 2022 verpasst haben. Hier sehen wir Dagur Sigurdsson, den gut bekannten isländischen Trainer der Japaner. Und für die Kapverden ist es die Generalprobe für die in Kürze anstehende WM in Schweden und Polen. Und die beiden Schiedsrichter bin ich Ihnen noch schuldig. Das sind die beiden Herren hier links, Andreas Kapoccia, und rechts Beat Jucker. Zwei EHF-Referees, die ansonsten in der Schweizer Meisterschaft pfeifen. Wir lauschen den Nationalhymnen der beiden Teams und melden uns dann wieder rechtzeitig zum Anpfiff.
Japan gegen die Kapverde. Ein Spiel, was es nicht allzu häufig zu sehen gibt hier auf Schweizer Boden. Zwei wirklich exotische Handballnationalmannschaften in einer Sportart, in der ansonsten zumeist die Europäer doch deutlich dominieren. Haben wir hier eine spannende Affiche, die wir zu sehen bekommen. Mit Spielern, die auch den ein oder anderen spannenden Club sonst so haben, in dem sie aktiv sind. Aber da können wir später sicher genauer drauf eingehen. Schauen wir uns erstmal ein bisschen die Aufstellung an und das von Kap Verde. Da haben wir einen besonderen Blick auf die 13. Das ist Paulo Moreno, der Kreisläufer. Nicht nur hier bisher der Topscorer für die Kap Verden, sondern auch sonst schon hoch dekoriert mit dem ERF Cup Sieg in der vergangenen Saison. Dazu Leandro Semedo mit der Nummer 6, wurfstarker Rückraum, Linksspieler. Und in den Vordergrund gespielt hat sich auch die 16, der Torhüter Edimilson Gonçalves. Warum er hier in den Fokus gerückt ist, werden wir später noch ein bisschen genauer durchleuchten. Auf der anderen Seite die Japaner. Da fehlt erstmal wieder einer, und zwar der Mann, der im ersten Spiel 10 Tore gemacht hat und jetzt schon das zweite Mal nicht mit dabei sein kann. Tatsuki Yoshino nicht dabei, dafür mit dabei mit der 2 Kosuke Yasuhira. Der spielt bei Plotz in der Champions League. Außerdem ein spannender Mann, der Mann mit der 19, Shinosuke Tokuda. Bislang der weitere Topscorer der Japaner und auch er in Katar aktiv. Der Ordnungshalber schauen wir auch noch kurz auf die Tabelle des Turniers und sehen dann dort, dass das Duell Japan gegen Kap Verde keinen Einfluss mehr hat auf den Turniersieg. Denn Japan bislang am Ende mit 0 Punkten, Kap Verde 1 Punkt. Da geht es jetzt ein bisschen darum, wer kann sich Rang 3 sichern. Mit einem Sieg gibt es Rang 3. Für die Kap Verden theoretisch auch die Chance, auf Rang 2 zu springen, die Schweiz zu überholen. Wir werden sehen, wie sich es hier im Spielverlauf begeben wird. Japan ist ganz sicher bemüht, hier eine bessere Visitenkarte abzugeben als in den ersten beiden Partien. Da hat es 74 Gegentore gehagelt. Die Abwehr haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen, die Japaner. Sehr zum Unmut von Dagur Sigurdsson, der war da gar nicht zufrieden nach den zwei Spielen. Und auch wenn 4-5 Spieler fehlen, soll das nicht die Ausrede sein bei den Japanern. Die wollen es heute besser machen. Und sie haben auch zunächst Anspiel, spielen von links nach rechts, und zwar im weißen Dress. Heute haben wir gesehen, das ist zum Start jetzt hier Takumi Nakamura. Japan wenig überraschend, wenn man das Turnier bisher verfolgt hat, was die Aufstellung angeht. Am linken Flügel ihr Captain Sugioka, am Kreis die 13. Yoshida, Spielmacher mit der 2, der bereits erwähnte Kosuke Yasuhira. Im linken Rückraum jetzt am Ball haben wir die 15 Adam Yuki Bike. Und auf der rechten Seite startet mit der 20 Jin Watanabe im Rückraum. Während wir hier die erste Parade schon sehen. Zur Vervollständigung noch am rechten Flügel bei Japan Tsutaya mit der 7. Da hatten wir Moreno mit der 13 erstmals am Ball, spielt da auf den zweiten Schlüsselspieler auf Semedo mit der 6, aber Angriff unterbrochen von der japanischen Deckung, die hier zunächst in 5-1-Stil mit Bike vorgezogen starten, um genau solche Bälle zu gewinnen. Relativ schwacher Pass da von den Angreifern der Kap Verden und dann geht das erste Tor doch an die Adresse von Japan. Tsutaya, der Torschütze hier am Sonntagnachmittag in der AXA Arena in Winterthur.
Oh, starker Start hier vom japanischen Keeper von Nakamura. Kann sich da gleich zweimal auszeichnen. Japan mit einem Abwehrangriff, Wechselspielmacher. Yasuhira immer draußen und das war hier der wuchtige Kreisläufer mit dem auffälligen gelben Stirnband. Der ist immer leicht zu erkennen. Shuichi Yoshida mit seinem ersten Treffer. Gestern schon mit einem ganz schönen Tor. Den hat er da mit einer Hand gefangen und dann eben rückwärts fliegen hinten reingelegt. Yoshida, der in Tarnow in Polen aktiv ist. Kap Verde sucht da die Lücke in der japanischen Deckung. Spielen auf Rückraum Mitte mit Edmilson Araujo. Und das nächste Anspiel, das da misslingt. Kein guter Start für die Westafrikaner. Japan hingegen tankt sich erneut durch. Zum Torerfolg reicht es nicht. Aber es gibt den 7 Meter. Eine Sache für den Captain, für Sugioka. Der war gestern schon äußerst treffsicher. Bislang hier mit 8 Toren am Turnier. Das war sein 9. Treffer. Sugioka. Einer von ganz vielen Spielern im Team, die im Club bei Toyota Auto Body spielen. Dem aktuellen Tabellenführer der japanischen Liga. Kap Verde versucht es mit 7-6. Das hat ihnen gestern ganz gut geholfen gegen die Schweiz. Und gleichzeitig war das auch das Mittel der Österreicher, um Japans Deckung auseinanderzunehmen und davonzuziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Trainerfuchs Lubomir Obradovic das da genau beobachtet hat. Versucht das jetzt auch. Und Treffer zählt nicht. War vorher schon abgepfiffen. Da stand der Angreifer, glaube ich, schon im Kreis ab. Sie sind sehr nah an der Deckung dran, suchen jetzt den Kreisläufer, finden ihn nicht. Glück, dass da der Ball einem Japaner noch ans Bein gesprungen ist. Aber Zeitspiel ist angezeigt, Abschluss muss gefunden werden. Sie haben eigentlich die Rückraumshooter dafür. So wie ihn, so wie Bruno Landin. Aber Takumi Nakamura kommt hier richtig gut ins Spiel. Erste gelbe Karte der Partie geht an Semedo. Leandro Semedo spielt in Spanien bei Ademar León. Ah, guter Stil da, auch gut aufgepasst von der kapverdischen Deckung. Und jetzt viel Platz am Kreis für ihren Topscorer, für Paolo Moreno. Turniertor Nummer 14 für den Kreisläufer von Benfica, der in der vergangenen Saison die ERF European League gewinnen konnte. Internationaler Titel für den kapverdischen Kreisläufer. Flügel links läuft da einer an den Kreis bei Japan.
Stichwort Kreis, der wird erneut gefunden und vielleicht haben Sie es am Bildrand gesehen, Obradovic überhaupt nicht zufrieden mit der Abwehrarbeit seines Teams. Da wird dann mittendurch der Pass gespielt und erneut Yoshida, der da verwerten kann. Schönes Spiel da von den Kapverden, aber er kriegt ihn nicht in den Kasten. Und dann sind sie auch noch zu langsam beim Abwehrangriffwechsel. Da gelingt es Gonçalves nicht, rechtzeitig zurück ins Tor zu kommen. War aber nicht sein Fehler, denn hier nach dem Lattenknaller ging es zu langsam mit dem Wechsel. Und Obradovic hat nach etwas mehr als 8 Minuten schon genug gesehen. 1:5 der Rückstand. Er nimmt sein erstes Team-Timeout und wir versuchen da mal reinzuhören beim serbischen Chefcoach der Kapverde. Also wer des Portugiesischen mächtig ist, der hat da jetzt vielleicht auch verstanden, worum es genau ging. Auf jeden Fall hat man ihm ansehen können, dass er maximal unzufrieden ist mit den ersten Minuten seines Teams. Nachdem sie sich gestern Abend gegen die Schweiz gut präsentiert haben, sich da einen Punkt erkämpft haben, ein ziemlich blutleerer Auftritt bislang. Vom Team von Ljubomir Obradovic, der war auch schon Nationaltrainer in Montenegro und Serbien. Und jetzt haben sie den ersten Treffer. Gleicher Spielzug wie zuvor, am linken Flügel freigespielt. Wirklich Freude sehen wir hier, löst das bei Obradovic noch nicht aus. Vielleicht schaffen sie es über die Deckung wieder ranzukommen. Gonçalves hat da die Finger dran, aber zu wuchtig der Versuch von Japans Shooter Adam Yukibike, der bei Siegstar Tokio unter Vertrag steht. Weiterhin 7-6 bei den Kapverden und dann verzieht Semedo doch sehr deutlich. Hat wieder sehr lange mit dem Wechsel gedauert. Japan drückt aufs Tempo, aber Gonçalves hat da was dagegen. Und diesmal macht das besser. Klasse, Tor da um den Verteidiger rumgedreht. Leandro Semedo. Auf ihn wird es auch ankommen, wenn es zur WM geht. Für die Kapverden in wenigen Tagen, da der Start. Beginn der Vorrunde ist am 11. Januar. Und da sind die Kapverden mit dabei. Ballbesitz jetzt hier bei Japan, weil da noch der Verteidiger mit dem Fuß dran war. Paulo Moreno hat da den Ball abbekommen. Und dann gibt es die erste Zeitstrafe der Partie wegen eines Treffers im Gesicht an den gerade eben noch Unglücksraben mit dem Fußspiel. Jetzt muss er 2 Minuten raus, Paulo Moreno. Entschuldigt sich da aber fair beim Japaner. Ja, von hier aus schwer zu sehen, aber gab es gestern auch schon die Szene ein, zwei Mal. Yasuhida, ein ziemlich kleiner Spieler, der sich sehr wendig und schnell drumherum dreht.
Ja, jetzt dachte ich erst, es gibt eine Zeitstrafe gegen den Japaner, weil er den Torhüter im Gesicht trifft, aber das ist nicht so. Es gibt die nächste Zeitstrafe für die Kapverde wegen Stoßen in der Luft. Edmilson Araujo, der da raus muss. Lange Zeit, doppelte Unterzahl, aber jetzt geht es nicht erstmal darum, dass der Keeper da wieder fit wird. Edmilson Gonçalves. Ich hatte es bei der Aufstellung schon erwähnt, der ist ziemlich spontan reingekommen. War natürlich mit im Team schon beim ersten Spiel, aber er war nicht der Starting Keeper, sondern der Starting Keeper war eigentlich ihre Nummer 12, Elcio Fernandes. Der hat sich aber schon nach 4-5 Minuten bei einem 7 Meter schwer am Knie verletzt und seitdem ist er hier im Dauereinsatz, der Edmilson Gonçalves. Jetzt auch wieder nach schneller Genesung direkt beim 7 Meter muss er ran. Und keine Chance für ihn gegen Sugiyoka, der hier mit wieder auf 4 Tore Vorsprung für Japan stellt. Aber um die Story zu beenden, Gonçalves, gestern war er der einzige Keeper, auch im ersten Spiel dann fast im Dauereinsatz gewesen. Jetzt heute hat er einen Kollegen mit dabei, Luis Almeida, den zweiten Mann, der ihn auch mal kurz ersetzen könnte. Wir sehen jetzt, er wird hier auch noch weiter behandelt vom Physio, aber es scheint bei ihm zu gehen. Oh. Im ersten Spiel war er noch nicht so richtig drin im Spiel, da hat er 5 Paraden gehabt und gestern gegen die Schweiz, da ist er aber heiß gelaufen, 15 Paraden hat er da gezeigt, hat einen großen Anteil gehabt, dass es den Punktgewinn gegen die Eidgenossen gab, unter anderem mit einer wichtigen 7 Meter Parade in den Schlussminuten. Also der ist wichtig für die Kapverden und der wird auch bei der WM wichtig sein und jetzt gilt es den Abschluss zu finden, Zeitspiel angezeigt. Ich bin etwas überrascht, dass sie es nicht probieren aus 19 Metern mit einem scharfen Schuss aus dem Rückraum. Dafür haben sie eigentlich die Leute. Suchen danach vor dem Weg im 1 gegen 1. Ja, stark von den Japanern. Die drängen ihn dann noch weiter raus. Richtig gut gemacht von der japanischen Verteidigung. Furtado hat es da versucht mit einem direkten Wurf. Hat aber nicht geklappt. Jetzt wird Semedo wohl übernehmen müssen, denn Pässe sind wohl keine mehr da. Und Semedo macht's wuchtig. Aber Ball prallt da von der Latte nicht hinter die Linie. Ja, ziemlich viele nickliche 1 gegen 1 hier im Moment. Japan trifft, fordert aber wie erneut eine 2 Minuten Zeitstrafe. Die gibt es nicht, derweil die 2 Unterzahlen jetzt auch beendet sind. Das heißt, die Kapverden wieder vollzählig. Und sie probieren es zunächst einmal mit 6 gegen 6 und mit dem Durchbruch, der hier Furtado gelingt. Löst sich da schön von seiner Deckung durch den vorgezogenen japanischen Verteidiger und kann den 4. Treffer für die Kapverde markieren. Ein neuer Mann jetzt bei Japan auf dem Feld mit der 19 hier am Ball im rechten Rückraum. Da haben wir Shinosuke Tokuda, Topscorer. Der Japaner am Yellow Cup, 10 Treffer für ihn bislang. Ah, nächster Zusammenprall da und wieder muss Semedo raus. Passt ihm jetzt gar nicht. Und
wird noch wild diskutiert. Das ist eine hitzige Startphase hier. Hals, Kopf, Schulter, Arm, alles so ein bisschen mit dabei. Der Japaner macht es dann sicherlich auch geschickt, ein bisschen mehr draus, als es dann vielleicht auch war. Und Semedo muss da aber für 2 Minuten raus. Es geht nicht um den Turniersieg, aber man sieht schon, beide Teams sind hier gewillt, alles zu zeigen, was sie drauf haben. Die Kapverden mit einem neuen Mann auf Rückraum Mitte, Mitte 3, Delcio Pina. Und es wird eben 6 gegen 6 angegriffen. Gonçalves sitzt einmal mehr draußen auf der Ersatzbank. Teilspiel erneut angezeigt. Und da gibt es die nächste 2 Minuten Zeitstrafe für einen Treffer am Hals. Kurzer Auftritt gewesen hier von Tokuda. Da geht ganz schnell, schwer zu sehen, ob er ihn da wirklich getroffen hat. Damit jetzt ein Überzahlspiel für die Kapverde, aber ein ganz schlampiger Pass da von Kapverde und das nutzt der Japaner zum nächsten Treffer. Es war wieder hier ihr Captain am linken Flügel, Sugioka, spielbestimmend hier in der Startviertelstunde. Und Obradovic, der hat genug von Bruno Landin, der nimmt ihn direkt runter und bringt einen frischen Mann mit der 17, Rafael Andrade. Viel Bewegung an der 6-Meter-Linie bei den Japanern. Bislang aber kein Durchkommen. Jetzt ist Zeitspiel auch angezeigt. Jetzt wechseln sie ihren Torhüter wieder ein und der nächste Lattenknaller. Und jetzt klappt's mal. Wieder ist es Furtado, der da eine Lücke findet. Ihm gelingt es bislang noch am besten, aus Sicht der Kapverden, da die japanische Deckung zu überwinden. Japan jetzt mit der Nummer 40 auf Rückraum Mitte. Spielt aber normalerweise im linken Rückraum. Kann sein, dass er sich da gleich noch hin positioniert. Tominaga, auch er, Vereinskollege vom Captain bei Toyota Autobody. Und das ist eine Wurfkunst eines Champions League-Akteurs, die wir hier sehen. Mit Anlauf ein Schlagwurf von Kosuke Yasuhira. Spielt Champions League mit Wisla Płock aus Polen.
und zeigt hier mal, was er so drauf hat in puncto Schlagwurf. Gestern gegen die Österreicher hat er so einige Szenen gezeigt, wie er schnell und wendig die körperlich robustere Verteidigung auswackeln kann. Hier jetzt ein Wurf aus seinem Repertoire. Wieder Abwehrblock und schnelles Spiel von Japan. Ui, und dann ist das da ein Bodycheck, der meines Erachtens mindestens eine 2 Minuten Zeitstrafe zur Folge hat. Sie diskutieren vermutlich auch über eine rote Karte. Ich würde es beim hitzigen Duell bei 2 Minuten belassen, finde ich eine gute Entscheidung, weil sonst hätte das hier noch mehr aufgeheizt gewesen. Japans Bank findet das zwar nicht so, wir schauen jetzt nochmal an. Da finde ich jetzt nach Sicht der Bilder die richtige Entscheidung, weil ja, er geht schon auch zum Körper hin, aber der Japaner macht auch einen Schritt in die Richtung. Ich glaube, es ist so hitzig hier in den ersten Minuten. Da hätte die rote Karte jetzt noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer gegossen. Von dem her besser so als anders. Bin mal gespannt, ob sich das noch beruhigt hier ein bisschen. Viele Zeitstrafen, viele Nicklichkeiten. Und nach wie vor Schwierigkeiten bei den Kapverden im Angriff. Sie versuchen es mit der 30. Jetzt hier am Ball mit Elodie Semedo. Kreisanspiel klappt nicht. Moreno gut abgemeldet heute bei Japans Deckung. Und dann gibt es den 7 Meter herausgeholt durch den neu im Team auf dem Feld stehenden Elodie Semedo. Hier mit der 30, sehen wir nochmal. Meter-Duell Nakamura gegen Furtado. Oh, Nakamura ist erneut da. Ah, da hat Furtado spekuliert, dass er aus der Ecke, wo er ist, schon weggeht. Bleibt aber einfach da und dann sehen wir es hier. Vierte Parade, 44%. Takumi Nakamura on fire. Oh, schöner Dreher im Angriff. Sieben Tore Führung nach diesem herrlichen Tor von Tokuda. Kap Verde jetzt wieder komplett. Gonçalves geht da wieder in seinen Kasten zurück. Und jetzt klappt es auch mal mit einem Treffer aus dem Rückraum. Andrade da erfolgreich. Auch bitter nötig aus Sicht der Kapverde, dass sie da wieder ins Spiel zurückfinden. 6 Tore Rückstand, beziehungsweise erst 6 eigene erzielte Treffer in 20 Minuten. Sicherlich nicht das, was sich Coach Obradovic vorstellt. Da prallen 2 Welten aufeinander, wenn der bullige Moreno da Yasuhira stoppt. Und erneut trifft da Tokuda, landet dann aber sehr unsanft. Schauen wir es uns nochmal an. Ja, das ist ganz klares Stoßen in der Luft, da gibt es keine 2 Meinungen.
Da muss Furtado raus. Und das auch völlig zu Recht. Semedo zurück, wird aber zurückgepfiffen. Er fasst sich da an den Hals. Ich muss ja sagen, zwar, er soll nicht so theatralisch fallen. In der Wiederholung sehen wir, da war dann schon die Hand am Hals dran. Ist nicht so einfach heute hier. Wenn Semedo vielleicht ein bisschen weniger draus macht, gibt es vielleicht die Zeitstrafe. Andererseits, vielleicht haben sie es auch einfach nicht gesehen. Der Schiedsrichter ist sicherlich schwierig. Und wird sicherlich noch das ein oder andere Mal zu Szenen geben, wo der ein oder andere ein bisschen was draus machen will. Ach, es kann. Ja, der ging wieder in Richtung Gesicht, meiner Meinung nach. Da beschweren sie sich jetzt zu Recht. Diesmal Eledy Semedo. Es ist und bleibt nicklig und es ist und bleibt dabei, dass die Kapverden sich schwer tun, durchzukommen. Zeitspiel mal wieder angezeigt. Und da ist der Ball auch schon weg. Na, dann eine feine Finte von den Japanern, von ihrem Spielmacher von Yasuhira. Will da nach rechts lancieren, spielt dann quasi No-Look nach links und so gibt es die Möglichkeit für Tominaga, hier zu seinem ersten Treffer zu kommen am heutigen Nachmittag. Kapverden fürs eine Mal ohne Zeitstrafe spielen sie wieder 7 gegen 6. Und jetzt klappt es mit dem Kreisanspiel auf Moreno, aber da ist dann ja immer noch Nakamura. Also das ist schön positioniert, Paolo Moreno. Schön aus der Bewegung gekommen, aber was Nakamura kann, kann Gonçalves natürlich auch. Bei den Würfen aus der Distanz, da ist er immer gut dabei, da ist er gut drauf eingestellt, Edmilson Gonçalves. Einer von einigen Spielern, die hier heute auf der Platte stehen mit dem einen oder anderen exotischen Spielort. Der spielt, der Keeper der Kapverden in der angolanischen Liga. In Afrika aktiv. Wir haben noch auf Seiten der Kapverden einen Spieler, der in Luxemburg spielt. Das wäre die 30 hier am Ball. Spielmacher Semedo spielt bei den HB Red Boys. Dann gibt es den Bruno Landim, der mittlerweile draußen sitzt. Der Zehner im rechten Rückraum, der ist in Saudi-Arabien aktiv. Einer spielt in Deutschland, den haben wir im Mittelblock mit der Nummer 4, Ivo Santos beim Bergischen HC. Vorwiegend aber bei der zweiten Mannschaft des
Bundesligisten. Und dann ganz viele Spieler, die in Portugal aktiv sind, heute auf dem Matchblatt. 9 Spieler, die in Portugal spielen, 2 noch in Spanien. Aber das Thema verfolgen wir später noch. Wir achten jetzt eher aufs Team-Timeout von Japan, genommen von Dagur Sigurdsson. Yamada, take more people. Let them play here to side another. No trouble. Okay, in attack. More speed. Maybe crossing. Don't go this direction. Go more. Door made. Take good jumping. Nice pass. He stays. Come on. Zwei kurze, klare Ansagen vom japanischen Cheftrainer. Die eine ging persönlich an die Adresse von Shinya Yamada, der wohl in der Abwehr nachher mitwirken wird und da eine klare Ansage bekommen hat. Und das andere war an die Offensive gerichtet, dass sie, wenn sie vom linken Rückraum in die Mitte stoßen, da klarer aufs Tor gehen wollen, gehen sollen, um da mehr Druck auszuüben und nicht zu sehr querlaufen sollen. Kurz und knapp die Ansage auf Englisch gewesen. Sigurdsson hat auch noch einen Dolmetscher dabei, der auf Japanisch übersetzt. Das war so eine Art Wurf, die ging ja zwar auch wieder sehr viel quer, aber macht nichts, denn der Ball ist drin. Und was Shinya Yamada machen darf, das werden wir vielleicht auch sehen. Der steht jetzt hier im Mittelblock gegen Paulo Moreno. Man spielt da an den zweiten Kreisläufer, der beim 7 gegen 6 da mit dabei ist. Felisberto Landim. Und dann ist es einmal mehr Leandro Semedo. Zu passiv die Deckung der Japaner in dem Moment. Und das nutzt Semedo aus. Japan macht das Spiel schnell. Kap Verde steht tief im 6-0. So können die Japaner auch durch und weiter spielen, aber Lücke war noch nicht da. Sie versuchen es jetzt nochmal. Mal schauen, wie viel Zeit sie noch bekommen, bevor es Zeitspiel gibt. Ah, da hat Semedo fast den Stil geschafft. Jetzt ist das Zeitspiel da. Sie versuchen es über den Flügel. Klappt nicht. Aber die Kapverden haben dann das Tempo auch nicht aus der Aktion, dann auch mal einen Tempo-Gegenstoß fahren zu können und ein einfaches Tor zu erzielen. Muss wieder abgebrochen werden, geht wieder ins 7 gegen 6. Und dann sind sie sehr dicht auf der Abwehr dran, keine Chance dafür, Eledy Semedo durchzukommen. Andrade versucht, trifft nur die Latte. Einmal mehr. Auch ein bisschen Pech dabei in der ersten Halbzeit bei den Kapverden im Angriff. Ist doch schon einige Latten- und Pfostentreffer gewesen. Und damit weiterhin 7 Tore Führung, 2 Minuten vor Ende der Partie für die Japaner. Bleibt es bei der japanischen Führung, dann holen sie sich Rang 3. Aber Gonçalves jetzt wieder mit einer Parade. Aber es gilt das Gleiche, wie ich in der Aktion zuvor sagte. Sie schaffen es nicht, den Tempo-Gegenstoß zu machen. Und sie kriegen ihn dann hinten eher wieder durch einen dummen Fehler im Angriff. Sehen wir hier nochmal
in gewohnter Manier beim Tempo-Gegenstoß Sugiyoka. Wir sehen es eingeblendet, 6 Treffer aus 7 Versuchen. Nur kurz zuvor beim Positionsangriff und im sehr spitzen Winkel ist er bislang gescheitert. Schönes Zusammenspiel jetzt mal da auf der rechten Seite und dann gibt es Platz für Admilson Furtado. Während die Japaner für einmal ihren Spielmacher ersetzen müssen, der hat sich da beim letzten Tempo-Gegenstoß den Fuß ein bisschen vertrampt, sitzt da hinter der Bank und wird da mit Eis von seinem Betreuer gekühlt. Wieder klappt es nicht mit einem Gegenstoß. Semedo fordert den Ball, bekommt ihn nicht. Und damit steht es zur Pause etwas überraschend deutlich. 16 zu 9 für Japan. Die sind richtig gut ins Spiel reingekommen. Viele Zeitstrafen im ersten Durchgang. Das hat den Japanern eher in die Karten gespielt. Das hohe Tempo auch, was Japan gegangen ist, war sicherlich auch von Kap Verde nicht so gehbar. Wir haben es kurz vor der Pause jetzt ein paar Mal erwähnt. Tempospiel haben sie gar keine Chance gehabt, die Kap Verden. Dazu mit Nakamura, der bis anhin stärkere Torhüter, ebenfalls in den Reihen der Japaner. Also läuft vieles gut für Japan, außer dass ihr Spielmacher, vielleicht kriegen wir ihn noch auf die Kamera, jetzt hier gerade raus, humpelt, gestützt von seinem Kollegen. Wir sehen ihn hier im Hintergrund hinter Nakamura. Sieht nicht so gut aus bei Yasuhira, Kosuke Yasuhira. Mal schauen, wie er nachher aus der Pause wieder rauskommen wird. Stichwort Pause, die machen wir jetzt auch und melden uns rechtzeitig wieder mit dem zweiten Durchgang. Haben aber noch ein paar Highlights vom ersten Abschnitt parat. We'll be right back.
Wir sind zurück hier in der AXA Arena in Winterthur, wo es in Kürze weitergeht mit der zweiten Halbzeit im Duell Japan gegen Kap Verde. Japan mit einer überraschend deutlichen Führung zur Pause, 16:9, 7 Tore Vorsprung. Das ist eine deutliche Angelegenheit. Die Kap Verden sind überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen. Liegt sicherlich an zweierlei Sachen. Zum einen kein Spieler dabei, der mehr als 2 Tore erzielen konnte bei den Kap Verden. Das ist sicherlich das eine. Auf der anderen Seite der japanische Torhüter Nakamura, bislang 40% Abwehrquote. Das ist eine deutliche Ansage an seinen Gegenüber, der da nicht mithalten kann. Und dann kommt hinzu, 5 Zeitstrafen haben sich die Kap Verden schon abgeholt in der ersten Halbzeit. Dadurch sind sie mehr oder weniger eine ganz, ganz lange Zeit in Unterzahl auch immer gewesen. Schwierig da das eigene Angriffsspiel durchzuziehen. Bin mal gespannt, ob da noch eine Reaktion kommt. Auf den Turniersieg langt beiden Teams nicht mehr. Das haben wir vor Beginn der Partie schon gesehen. Aber die Kap Verden könnten je nach Konstellation noch auf Rang 2 kommen. Ist aber im Moment sehr unrealistisch, denn sie müssten entweder hoch gewinnen gegen Japan oder aber die Schweiz müsste deutlich verlieren gegen Österreich. So oder so werden wir noch spannende 30 Minuten erleben hier in der AXA Arena in Winterthur. Die Kap Verden haben Anspiel, spielen von links nach rechts und werden sicher wieder auf 7 gegen 6 setzen, denn ihr Keeper sitzt draußen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht so recht... Ja, jetzt kommt er, genau. Jetzt kommt der Siebte, ich nicht so recht verstanden habe, warum sie dann nicht auch mit 7 spielen, sondern nur mit 6. Jetzt ist er da, der Kreisläufer mit der 29, Felisberto Landim. Japan kann man mit Blick auf die erste Halbzeit sicherlich zugutehalten, dass sie es deutlich besser gemacht haben in den Spielen zuvor, was die Abwehr angeht. Durch die Gretchenfrage lag das an der Schwäche der Afrikaner oder an der Stärke der japanischen Abwehr. Es lag sicher an ihm. Sehen wir jetzt hier wieder, wie er den wegholt. An Takumi Nakamura von Toyota Godey aus der heimischen Liga. Zeitspiel angezeigt. Nächstes Kreis an Spiel und Moreno da gesperrt und die kapverdische Bank will da einen 7 Meter haben. Den gibt es aber nicht. Zeitspiel weiter laufen und Semedo scheitert da erneut an Nakamura, aber gut gesehen da vom Schiedsrichter. Der japanische Verteidiger hat da den Ball aus dem Kreis rausgespielt, deswegen geht es weiter mit Ballbesitz für die Kap Verden. Neuerliche Chance für die Westafrikaner, die, wer heute zum ersten Mal dabei ist, für den sage ich es gerne noch, wer schon dabei war, haben wir es neulich schon erwähnt, ein ziemlich unbeschriebenes Blatt sind auf der Handballlandkarte. 2020 sind sie es überhaupt das allererste Mal bei der Afrika. Sind sie überhaupt das erste Mal bei einer Afrika-Meisterschaft aufgetreten, dort gleich Rang 5 geholt und sich für die WM 2021 qualifiziert. 2022 dann bei der zweiten Afrika-Cup-Teilnahme gab es die erste internationale Medaille für Kap Verde. Da ging es bis ins Finale und es gab die Silbermedaille und die Belohnung, die zweite WM-Teilnahme, die jetzt ansteht, 2023 bei der WM in Schweden und Polen. Und um den Kreis zu schließen, vorhin sagte ich, da spielen ganz viele in Portugal, 9 Spieler heute vom Matchblatt in Portugal aktiv. Das liegt damit zusammen, dass die Kap Verde eine ehemalige ein ehemaliger Kolonialstaat von
Portugal sind und deswegen da viele Spieler mit kapverdischen Wurzeln oder Portugiesen da im Land unterwegs sind und deswegen es eben irgendwo naheliegend ist, dass da in den Kapverden, wo auch Portugiesisch gesprochen wird, man auch in Portugal unterwegs ist. Während wir die kapverdische Geschichte erzählt haben, hier zwei Tore von Japan verpasst, eine Parade von Nakamura, jetzt ist er nicht rechtzeitig dran. Parade da von Gonçalves, aber zweite Chance für Japan. Erneut da kein Durchkommen für ihren Rückraumshooter für Adam Yuki Bike. Erneut gewischt werden, gibt uns die Möglichkeit, das Thema noch abzuschließen. Kap Verde, wo ist das eigentlich? Das ist ein Inselstaat im Atlantik, in Westafrika auf der Höhe vom Senegal, genau nachgenommen nach Winterthur sind es 4500 Kilometer, also die haben definitiv eine ganz lange Anreise. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, mal mit einem Tempo-Gegenstoß zu kommen. Das funktioniert auf jeden Fall besser, was das die Vorwärtsbewegung angeht, als im ersten Durchgang, aber erfolgreich in puncto Tor war das jetzt hier erneut nicht. Semedo da unzufrieden, dass er da keinen Pfiff für sich bekommen hat. Semedo, auffälliger Spieler, was seine handballerischen Fähigkeiten angeht, muss aber sagen, im ersten Durchgang auch auffällig, was seine Mimik und Gestik, die etwas negativ ist in Richtung Schiedsrichter und Mitspieler. Weiter gilt das Motto 7 gegen 6 und dann haben sie eigentlich den Platz am Flügel, aber das Anspiel zu ungenau. Dann versucht das selbst der Bruno Landim. Aber der hat heute keinen guten Tag eingefangen. Oben im rechten Eck aus Sicht des Keepers, da ist Nakamura da. Bei Japan sehen wir auf der Spielmacherposition schon seit Beginn der zweiten Halbzeit mit der 99 Daiki Kani. Yasuhira also nicht mehr zurückgekommen bis jetzt. Ein nickliger Zweikampf da gewesen zwischen Yoshida, dem Kreisläufer mit dem gelben Stirnband, und dem kapverdischen Verteidiger. Furtado war es, der sich da beschwert, dass er sich einklemmen würde, der Japaner. Ah, schön nochmal geprellt und dann die Lücke gefunden. Stark gemacht von Shinosuke Tokuda. Auf der anderen Seite geht es dieses Mal schnell. Treffer für die Kapverde. Sie drücken jetzt ein bisschen mehr aufs Tempo. Das ist schon zu sehen bei den Westafrikanern. Das kann Trainer Obradovic auch nicht gefallen haben. Das muss natürlich auch mit Blick auf die WM ein Mittel sein, übers Tempospiel zu kommen. In der WM geht es in Gruppe C nach Göteborg. Dort trifft die Kap Verde auf Schweden, Brasilien und Uruguay. Schweden, das ist ein ganz hartes Los. Auch die Brasilianer sind eine starke Mannschaft. Aber Uruguay, das müsste doch in Reichweite liegen.
Und das ist sicher auch das Ziel der Kapverde, sich da durchzusetzen. Gibt einen 7 Meter, klare Sache. So in der schnellen Bewegung. Sehen die Kapverden anders? Ja, im Kreis war er nicht, das stimmt. Aber es ist eine ganz schnelle Geschichte. Und tritt wieder an der Kapitän Sugioka. Weiter makellos vom 7-Meter-Strich. Machen wir den WM-Gedanken der Kapverden noch schnell zu Ende. 3 von 4 Teams gehen in die Hauptrunde weiter. Und deswegen ist das Duell gegen Uruguay so wegentscheidend, wenn man es schaffen könnte, nach der erstmaligen WM-Teilnahme 21, die Corona-bedingt ziemlich ins Wasser gefallen ist. Da hat man ein Spiel gespielt und danach zu viele Corona-Fälle gehabt und nicht mehr weiterspielen können, nicht mehr weiterspielen dürfen. Da wäre es natürlich schön, jetzt die Hauptrunde zu erreichen. Da muss aber mehr kommen, als bisher heute der Fall ist. Denn Japans Keeper krönt hier seine starke Leistung jetzt auch noch mit einem eigenen Torerfolg. Also wenn es hier einen Player of the Match geben würde, dann wäre das ganz klar Takumi Nakamura. Der steht mittlerweile bei 48% Abwehrquote. Den Ball hat er schon wieder. Werfen kann er diesmal nicht. Immerhin gab es jetzt kein schnelles Tor aus Sicht von Kap Verde. Aber der Rückstand, Sie sehen es ja in der Grafik eingeblendet, mittlerweile schon auf 9 Tore angewachsen. Und auch hier kommen sie dann noch zum Abschluss durch Yoshida. Das sah mir sehr nach Schrittfehler aus. Und dann hat es den Japaner im Gesicht erwischt. Ja, gemessen am ersten Durchgang ist das halt eigentlich eine klare 2-Minuten-Strafe. Da gab es so Treffer ins Gesicht oder an den Hals schon mehrfach. Entscheidend für Sugioka, aber dass er weiterspielen kann, das ist ja das Wichtigste. Und jetzt gibt es eine gelbe Karte gegen den kapverdischen Nationaltrainer, gegen Ljubomir Obradovic. Ist damit der Leistung des Schiedsrichters nicht zufrieden, wollte da einen Einwurf für sein Team haben. Akani scheitert da an Gonçalves. Aber die Kapverde heute auch einfach nicht clever genug. Spielen da den Ball aus dem eigenen Kreis raus. Deswegen weiterhin Ballbesitz für Japan. Nächste Möglichkeit für die Asiaten, hier zum 22. Treffer zu kommen. Ungünstig gespielt. Da war eigentlich schon fast genug Platz für Bike, um selber zu gehen. Und schnell geht es weiter auf der anderen Seite. Jetzt klappt es endlich mal aus Sicht von Bruno Landin, dass er da den Torhüter überwinden kann. Wir sehen es hier, erster Treffer von ihm im 4. Versuch. Hier beinahe der Stil, dafür jetzt aber die Lücke. Aber Gonçalves ist dran, hat sich da aber, glaube ich, wehgemacht an der Hand.
Capverde setzt wieder auf den routinierten Spielmacher mit der 30 auf Eledy Semedo. Leandro Semedo, der hier wirft, heute aber nicht so richtig in Form. Verzieht jetzt schon zum wiederholten Male deutlich. Und dann kann es der Rückraummann auch aus 6 Metern. Adam Yuki Bike agiert da als Kreisläufer. Ja, und dass Semedo keinen guten Tag hat, das... sieht auch Obradovic jetzt so, nimmt ihn raus. Bringt für ihn Delcio Pina mit der 3 im linken Rückraum. Stark verteidigt da von Yoshida. Und die Japaner machen es schnell und sie machen es gut. Und ihr Mann für Tempo-Gegenstöße, das ist mittlerweile ein gut bekannter Naoki Sugioka. Zehn Tore Führung für Japan. Also den Vorsprung von der Pause noch weiter ausgebaut. Und bei den Kapverden sehe ich jetzt nicht den Ansatz, dass da Besserung geschehen sollte, wie Besserung eintreten sollte. Aus dem Rückraum die Schüsse, die sind ungenau. Die gehen teilweise nicht mal. Aufs Tor. Auch hier wieder. Kein erfolgreicher Abschluss, Ballbesitz für Japan. Wie sagt man so schön, vielleicht ist das der notwendige Schuss vor dem Bug für die Kapverden. Nach dem guten Auftritt gegen die Schweiz, wo sie sich einen Punkt erkämpft und verdient haben. Jetzt hier eine sich anbahnende Klatsche gegen Japan, dass man da nochmal die Sinne schärft und auch über die Taktik drüber geht, bevor es an die WM geht, denn so wird es auch schwierig mit dem Duell gegen den Uruguay. Auf der anderen Seite ein deutlicher Fingerzeig von Japan, wo es hingehen kann, wenn es bei ihnen läuft in Abwehr und Angriff. Ja, wieder ein Block von der Deckung. Also das ist ganz klar Form verbessert bei den Japanern. Ja, und über den kapverdischen Angriff brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viele Worte verlieren. Das schaut er sich auch schon gar nicht mehr richtig an, Ljubomir Obradovic.
da versuchen sie den Flieger, aber gut aufgepasst von der Abwehr. Und dann geht Moreno da ins 1 gegen 1 und holt die Zeitstrafe raus. Da war er schnell vorne, der Kreisläufer, aber man sieht schon, schwierig für ihn, der sonst ja eigentlich nicht in die Vorwärtsbewegung eingebunden ist, dann da von 15 Meter aus was zu machen. Immerhin noch das Beste rausgeholt, Zeitstrafe für Japan. Wir sehen es hier gegen Fujikawa und 7 Meter für die Kapverde. Da muss erstmal noch gewischt werden, das heißt, Delcio Pina dann noch einen Moment Zeit, sich zu konzentrieren. Delcio Pina spielt bei oder auf Madeira, muss man ja genauer sagen, in Portugal und jetzt gegen Nakamura. Aber Nakamura zieht hier allen den Zahn. Rafael Andrade wieder mit dabei mit der 17 im rechten Rückraum. Hier am Ball für die Kapverde. Schöner Sprungwurf da, aber am Ende scheitert er an der Latte. Der Wurf war nix, aber Nakamura rechtzeitig zurück. Die Japaner waren 6 gegen 6 bei der Strafzeit. Und über Takumi Nakamura haben wir heute auch schon wirklich genug gesagt. Der macht das richtig klasse. Der 26-Jährige. Spielt bei Toyota Godey. Der Nummer 2 in der japanischen Liga. Kreisanspiel der anderen Art, die hier Kani macht. Schauen wir uns das nochmal an. Sucht eigentlich seinen Kollegen mit dem gelben Stirnband, findet aber nur Moreno. Der spielt ihm den Ball aber direkt wieder zurück. Doppelpass der besonderen Art. Und mittlerweile sind es schon 11 Tore Vorsprung und Delcio Pina hat dann auch nicht mehr wirken, man darf nicht mehr wirken im linken Rückraum. Jetzt ist der nächste Mann wieder mit dabei bei der Kapverde. Probieren es einmal mehr mit 7 gegen 6. Aber auch da wieder, das Anspiel ist nicht gut genug und deswegen hat Furtado Probleme, da die klare Torchance nutzen zu können. Dann ist wieder Zeitspiel angezeigt, Torhüter ist zurück. Jetzt haben sie wieder Druck im 6 gegen 6 und es läuft wohl auf den Wurf von Andrade raus. Den gibt es auch, aber Nakamura längst im kurzen Eck. Trotzdem neue Chance und im gleichen Stil, wie die Partie bisher verlaufen ist, wieder im 7 gegen 6. Ohne Torhüter. Jetzt klappt das Anspiel auch mal und dann kann Furtado seine Sprungkraft auch ausnutzen. Hebt da richtig weit nach oben ab. Er hat Wilson Furtado.
Schrittfehler bei Japan, deswegen Ballbesitz für die Kapverde. Und Rafael Andrade nach dem Assist gerade eben, jetzt hier selbst der Verwerter. Verzählt nicht, war vorher schon abgepfiffen. Nutzen beide Teams nochmal zum Wechsel. Bei Japan kommt Narita in den Mittelblock. Und da haben wir einen Treffer aus dem Rückraum. Eledi Semedo klappt jetzt ein bisschen besser aus Sicht der Kapverden, aber Japan wird auch ein bisschen Power rausgenommen haben aus der Deckung. Das sieht man auch. Und ja, das wird der Grund sein. Ich bin gespannt, ob Dago Sigurdsson demnächst mal eine Auszeit nimmt, weil das kann, wird ihm so nicht passen, dass sie es jetzt ein bisschen schleifen lassen in der Abwehr. Im Angriff läuft es ganz rund, auch wenn Kosuke Yasuhira nicht mehr mit dabei ist. Der Spielmacher, der sich verletzt hat in der Ende der ersten Halbzeit. Und dann gibt es einen 7 Meter für die Kapverde. Knick. Da haben wir ihn mit hochgelegtem Fuß. Der rechte Fuß ist umgeknickt. Kosuke Yasuhira kann nicht mehr mitwirken. Der Champions League erfahrene Mann von Wisla Plotzk, aber es läuft Japan auch so. Auch weil die Kapverde Chance um Chance auslassen. Diesmal war es, muss man leider sagen, mal wieder Bruno Landin. Und dann klappt es mal wieder mit dem Kreisanspiel. Paolo Moreno. Selten war es der Fall, dass es so einfach und so gut geklappt hat. Japan weiterhin auch sehr diszipliniert im Rückzug, was das Tempo angeht. Ballgewinntempo-Gegenstoß, das haben wir heute gefühlt gar nicht gesehen. Von den Kapverden. Und jetzt gibt es das Team-Timeout, genommen von Japans Nationaltrainer Dagur Sigurdsson. Eine Minute Besprechungszeit beim Stand von 25 zu 17. Wir hören rein beim Isländer. Hey, don't take a higher goal, Axel. Play your foot. Hand up is okay. One time, two times, hand up. Go. We can play. It's here. It's here, border. Tiri. Koko made. Koko made. So. Wide position. Toguta. Wide position. Here. Center, three. This from help. Jim here. Adamaito. Okay. Auf die Deckung ist er gar nicht eingegangen, sondern hat vorne Ansagen gemacht und die erste war ganz allgemein betrachtet, dass sie es ruhig spielen sollen, dass sie sich Zeit nehmen lassen sollen, auch mal Zeitspiel gehen können. Sie haben keinen Druck, sie haben keinen Stress.
Und dann hat er ihm zwei, drei Optionen gezeigt, die sie spielen können. Er hier, Dagur Sigurdsson, der Isländer. Mit Deutschland 2016 Europameister geworden und an den Olympischen Spielen im gleichen Jahr Bronze gewonnen. Seit 2017 verantwortlich für die japanische Nationalmannschaft. Ein Ziel war die Olympischen Spiele in Tokio 2020, die wegen Corona 2021 stattgefunden haben. Dort hat man auf Rang 11 abgeschlossen. Jetzt hat man übrigens das Zeitspiel. Jetzt muss er was machen und er macht was Gutes. Der Fujikawa findet da eine Lücke. Und das nächste Ziel der Japaner ist, sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Bis dahin läuft auch der Vertrag von Dagur Sigurdsson. Bisschen schade ist, dass die Japaner nicht bei der WM jetzt den Schweden und Polen dabei sein werden. Da hat sie ganz, ganz bitter erwischt, was das Thema Corona angeht. In der Vorbereitung zur Asienmeisterschaft. Zu viele Corona-Fälle im Team gehabt und dann konnten sie nicht an der Asienmeisterschaft 2022 teilnehmen. Es war das erste Mal überhaupt, dass Japan bei der Asienmeisterschaft gefehlt hat. Und wer sich im Handball ein bisschen auskennt, der weiß, diese Kontinentalturniere gelten gleichzeitig auch als Qualifikation für die WM. Und wer nicht teilnimmt, der kann sich nicht qualifizieren fürs nächste Turnier. Und damit ist Japan nicht dabei bei der WM 2023. Bisschen bitter für den zweimaligen Asienmeister. Der hier nichts anbrennen lässt in den Schlussminuten. Riesenlücke im Zentrum bei Kap Verde. Aber umso wichtiger aus Sicht der Japaner, dass sie sich hier auch international messen können mit Teams aus Europa, mit Teams aus Afrika, um eben diesen Wettkampfcharakter zumindest ein bisschen simulieren können, zu können. Semedo verzieht da. Vorher hat es noch gut geklappt. Wieder eine große Lücke, aber sie spielen es auch schnell bis nach außen durch. Das passt aus Sicht von Japan gut. Wäre durch die Mitte schon was möglich gewesen. Sie spielen es bis außen. Das ist dann logischerweise auch nicht mehr die letzte Konsequenz in der Verteidigung. Paolo Moreno hat Feierabend. Der amtierende European League Champion. Seine Positionskollegen hier in dem Fall Felisberto Landim mühen sich ab, aber kein Durchkommen. Für beide Kreisläufer und Japan bestraft es bitterhart. Direkt der Abpraller ins leere Tor geworfen. Und das können Sie jetzt gerade nicht sehen, aber Obradovic stinksauer auf seinen Kreisläufer, auf Ivo Santos. Diese hundertprozentige Chance hat liegen lassen. Bin mir sicher, da wird es noch einiges aufzuarbeiten geben bei den Westafrikanern. Erneut Nakamura.
Und wieder klappt der Spielzug einwandfrei nach rechts außen abgeräumt. Und es ist zwischenzeitlich mal so aussah, als wenn die Kapverden das Torverhältnis unter 10 drücken könnten, ist es jetzt wieder in die andere Richtung ausgependelt. 12 Tore Führung für Japan. Klares, deutliches Statement hier von Japan. Sicherlich ein Spiel, das sie mit Freude mitnehmen werden, nachdem sie zweimal ordentlich in der Abwehr einen mitbekommen haben, viele Gegentore kassiert haben. Heute jetzt eine ganz klar bessere Leistung. Japan nimmt den Sieg hier mit aus Winterthur. Und Luis Almeida bekommt hier auch noch mal ein bisschen Spielzeit, der zweite Torwart, nominell der dritte Torwart bei den Kapverden, darf sich jetzt hier noch Sugioka stellen und hat den fast noch abgewehrt. Letzter Wurf, landet zwar noch mal ein Tor, kam aber nach der Sirene. Damit Endstand 31:19. Klarer und ebenso verdienter Erfolg für die japanische Nationalmannschaft hier am dritten Spieltag der Yellow Cup in Winterthur. Japan sichert sich damit den ersten Sieg beim diesjährigen Turnier und holt sich damit die ersten beiden Punkte, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang 3. Die Kapverde, das ist jetzt schon sicher, vor dem abschließenden Spiel zwischen der Schweiz und Österreich, wird das Turnier auf dem letzten Platz auf Rang 4 beenden. Japan wird Dritter und wir haben das Endspiel um 16 Uhr live auf TV24 zwischen der Schweiz und Österreich. Für die Schweizer gibt es den Turniersieg nur mit einem Sieg. Österreich reicht ein Unentschieden. Die beiden machen Rang 1 und Rang 2 unter sich aus. Und für die beiden Teams geht es darum, weiterzuschauen. Die Kapverden ziehen, wie erwähnt, weiter in Richtung WM. Japan wird sich weiter messen mit dem ein oder anderen Gegner aus der internationalen Ebene. Bedanken sich hier noch auf ihre Art beim Publikum. Und von unserer Seite hier, vom Stream von handballtv.ch, soll es das gewesen sein mit der 49. Auflage des Yellow Cup aus Winterthur. Wie gesagt, das letzte Spiel gibt es wieder im Fernsehen, live auf TV24. Wir sind dann wieder nächstes Jahr mit dabei und sagen vom Kommentatorenplatz aus vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.